Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky und sind zurück in der Euklid-Galaxie. Wir werden jetzt. Oh, der Teleporter steht ja hier. Uns erstmal auf unseren Frachter begeben. Können ja einmal Regatten losschicken. Und dann werden wir uns weiter Richtung Zentrum begeben und da hin weiter Missionen machen. Wir waren jetzt zwar in Eisendamm auch kurz, aber da können wir ja immerhin wieder zurück, da wir ja einen Basiscomputer hingestellt haben, nachdem uns das Spiel endlich gelassen hat. Aber wir sind ja lange noch nicht fertig in dieser Galaxie hier. So. Einmal speichern. Und dann, wo war das? Da. Ne, da ist er falsch. Aber haben wir vielleicht Missionen zum Abgeben? Archive durchsuchen. Kehre zum Techniker zurück. Das war schon mal gut. Das ist ja hier. Wir wurden ja unterbrochen beim letzten Mal. Da war ja schlagartig in einer anderen Galaxie war. Bisschen verwirrend jetzt. Müssen wir erstmal hier alle Missionen antreiben. Geobucht, Roma. Was sollen wir jetzt bauen? Kann man das auch ablehnen? Können wir nicht. Der hat jetzt immer noch. Das ist ja ärgerlich. Man muss die Mission machen, sonst verschwinden die nicht. Jetzt müssen wir irgendwo bei einer Basis, die wir noch nicht haben, eine Geobucht bauen. Der hat uns doch eben schon wieder Müll gegeben. Was ist das schon wieder hin? Er ist weg, keine Ahnung. Also so langsam. Bucht zum Waffenmeister ist ja der hier. Los, aktualisier dich. Doch. Sollen wir gegen Piraten kämpfen? Ist nicht wahr. Nee, da ist falsch. Piraten jagen. Da müssen wir auch zum Wissenschaftler zurückkehren. Weil wenn, dann verbinden wir die alle miteinander, die Mission. Ah ja, cool, wir haben wieder Koordinaten erhalten. Sowieso nicht hinwollen. Zum Farmer. Ja, der steht ja oben. Der ist ja oben, der Farmer, wo er hingehört. Oben bei seinen Pflanzen. Was die auch lieber sollen. Magenkrampfsamen, aha. Sollen wir noch dämliche Pflanzen anbauen? Das stellen wir aber jetzt nicht hier hin, das stellen wir dann dahin, wo wir die Geobucht auch kurz hinstellen. Also, für zwei müssen wir auf dem Planeten. Landwirtschaft und Exofahrzeug. Hier müssen wir auf irgendeinen anderen Planeten. Dann machen wir jetzt die Piraten, weil wir ja eh das Schiff verlassen müssen. So. Und das ist da.
Dann machen wir die Piraten, dann das für den Korvax. Und dann gehen wir zu irgendeiner Basis und machen die anderen beiden. Ja, er hat Piratengurt. Schön, wo denn? Cool, irgendwo oder was? Noch nicht wahr. Die Genauigkeit ist also ein Witz. Irgendwo da. Super genau, mal im Ernst. Ja, ändert sich auch in einer Tour, wo wir hin müssen, also. Super, jetzt ist es weg. Wo sollen die denn sein? Diese Mission, ne? Das sind nur Achter. Ja, es soll hier bei uns am Frachter sein, also es... Wir sind aber keine Dreckspiraten. Lokalisiere das Piratenschiff, mhm. Ist nicht wahr. Ach, jetzt taucht's... Oh ja, komm, leck mich. So eine Scheiße da. So, jetzt machen wir die andere Mission. Wo sollen wir dafür hin? Ich muss schon sagen, die Missionen sind das, was am wenigsten Spaß macht in dem Spiel. Überfliege ich durch die Gegend und erkunde ein bisschen. Oder entdecke neue Dinge, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Hier sind wieder Wächter und wir müssen wo einbrechen. Oh, sag mal. Jetzt haben sie aber, übertreiben sie aber mit den scheiß Nachrichten hier. Ah, Müll, geil, cool. Können wir jetzt weiter? Meine Fresse. Ungefährer Standort. Jetzt geht das wieder los. Ich weiß, die Tür ist offen, aber... Geil, könnten wir mal auf der richtigen Seite landen. Und dann, oh, da hinten links ist Natrium, ein ganzes Feld. Ah. Und Natrium haben wir eigentlich genug, oder? Ja. Brauchen wir nicht. Wie treffe ich die Treppe? Ah, wir waren hier schon mal. Ich kann den Würfel nicht einsammeln. So. Ja, ich, also echt mal, das sind wie die Basis-Archiv-Computer-Mission. Anklicken, dann schickt er dich in irgendein anderes systemisches Sonnensystem, sollst da landen, zweimal klicken und dann sollst du wieder zurückfliegen. Das muss den ganzen Tag machen. Weil der blöde Basis-Computer jetzt 20 oder 30 Aufgaben gibt. Jetzt zeigt uns an, wir hätten schon wieder ein Ei dabei, das ausgebrütet werden kann.
Die haben wir doch aber alle im Frachter. Warum zeigt er uns das an? Ah, keine Ahnung. Jetzt müssen wir eine Basis von uns suchen. Nehmen wir am besten die erste, die wir hingestellt haben. Dann können wir die Geobucht machen, das für den Pflanzen-Typi. Und auch die Basisarchivdaten. Ja, ich hab echt mal so langsam. Ich soll mich jetzt abknallen, ey. Ist eh noch Müll dabei. Ah, Solarium, echt, das brauchen wir letztes Mal. Nee, wir mussten suchen gehen. Jetzt keiner dabei hatte und jetzt haben sie alle dabei. Ich will auf die Raumstation, Mensch, ist genass. Oh. Großschiffe in der Nähe, ja. Echt. Cool, man kann drauf schießen. Ich frag mich ja, der speichert ja jetzt sowieso, wenn wir aussteigen. Kann man außen auf der Raumstation rumlaufen? Also ich habe gesehen, man kann von seinem Frachter auf die Atlas-Station springen, aber kann man auch hier rauslaufen? Wäre ja eine interessante Sache. Ob sie da waren. Erhöhung. So völlig überflüssig. 6 Landeplätze und so eine lange Landebucht. Reinste Platzverschwendung. Haben wir denn alles aufgeladen? Und Kälte könnten wir aufladen. Und ansonsten. Das sieht ja soweit ganz gut aus. Ah, es geht nicht. Schade. Echt witzig gewesen. Wir können ja schon hier drin nicht schießen, aber naja. Hätte ja sein können, dass wir rauslaufen können. Jetzt haben wir es immerhin mal getestet. Dann ab zum Basiscomputer. Wir können ja die Mission schon mal ändern. Diese da. Und die Mission mit der Geobucht aktivieren. Weil wenn die Mission nicht ausgewählt ist, zählt das leider nicht. Die bauen oder nicht. Also. Zur allerersten Basis. Das war die. Können wir wenigstens irgendwo hinstellen und man kann sie, wenn es als gebaut zählt, auch direkt wieder abreißen. Also man muss sie nicht mal stehen lassen. Das ist ja zum Glück das Gute. Die ganzen Geobuchten da von den Fahrzeugen in den Boden integrieren, damit es halbwegs gut aussieht, ist ja schon wieder viel zu viel Arbeit dann. Also es war cool, denn man kann das ja so bauen, dass es richtig schön aussieht, aber wir haben ja auch noch keine richtige Basis, so in dem Sinne. So, speichern. Ah, warte. Basisarchive. Genau. Haben wir einmal hier. Müssen wir den wieder anquatschen und Koordinaten folgen. Ja, sage ich ja. Das schickt uns einfach irgendwo hin. So, jetzt müssen wir die andere Mission auswählen. Nee, das haben wir schon. Exo-Fahrzeug, so. Ist ausgewählt, gut. Was will er eigentlich? Ruhm-Geobucht. Das Ding ist ja schon wieder riesig. So. Ist abgehakt, die Mission.
müsste eigentlich sagen, kehre zurück. Fahrzeuge. Anleitungseintrag. Kehre zum Techniker zurück. Gut, dann können wir sie jetzt wieder entfernen. Oh, nee. So. Bisschen ärgerlich, man kann das Fahrzeug nicht wieder entfernen. Es ist ja hier. Aber ich will es ja wegschicken. Jetzt steht das Scheißding da rum. So, das haben wir auch erledigt. Jetzt müssen wir noch das für den Pflanzenheini machen. Magenkrampfblumen. Zum komischen Trog. Hydrokulturtrog. Ernten. 25 Stück. Super, wie viel kriegt man denn aus einer Blume? Steht das dabei? 4 Stunden Wachszeit. Was wissen, wenn wir L drücken? Okay, das geht nicht. 40 Stück. Reicht doch einer nicht, oder? Kann man, muss man jetzt noch einzeln. Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung, wie viel aus einem rauskommt. So. Nichts zum Aufheben. Weil ich komme nicht aus dem Baumenü raus. Ah. So. Aber 40 ernten müssen, dauert 4 Stunden. Und nicht, dass wenn wir jetzt eine bauen, da kommen nur 20 raus oder 10 oder so. Dann bauen wir jetzt lieber ein paar mehr. Gut, dauert jetzt 4 Stunden. So. Damit wäre die Mission auch vorrangig erstmal erledigt. Stehe ich echt nicht mit der neuen Galaxie. Neue Galaxie wartet, aber Atlas haben wir noch nicht mal angefangen. Ja. Also für den können wir jetzt geben, das können wir abgeben, das auch. So, und dafür wollte der, dass wir schon wieder irgendwo anders hinfliegen. So, mal gucken, wo er uns jetzt schon wieder hinschickt. Tief aus einer anderen Welt. Mal lokalisiert das Archiv auf der Sternenkarte. Doch das, oder? Ja, das da, oder? Müssen wir mal gucken. Hier waren wir auch schon, oder? Ein bisschen was erkundet haben wir ja schon. Ja, nicht allzu viel, aber... Ist ja sowieso, dass man den Planeten, den man gerade sucht, findet man sowieso nicht. Ach ja, die war schon von irgendwem anders entdeckt. Da hinten müssen wir hin. Eingesponnener Planet. Na super, mit Riesenspinnen oder... Oh Gott, das wird ja jetzt dann... Das ist ein Gruselspiel.
Also wir entdecken jetzt aber immer Planeten, auf denen wir wirklich noch nie waren. Also sonst würde sich der Name ja, der erholt sich ja. Aber jetzt haben wir neuerdings Sachen, die wir noch nie gesehen haben. Der Eingesponnene. Also in Eisentamm in der Galaxie. War auch so einer. Das war ein Anomalieplanet. Mit nur einem Tier. Und da haben wir keine Deko gefunden. Metallfinger. Okay. Mal im Ernst, das sieht aus, als würden die uns beobachten. Du guckst so nach da, denkst an nichts Böses. Guckst so ein bisschen, drehst dich um und stehen so und beobachten dich. Aber dann haben wir jetzt wieder einen Planeten, wo wir alle keine planetare Fauna. Das, wie geht das denn? Er behauptet, hier gibt es keine. Aber wie man sieht, es gibt ja hier eine. Umbenennen und hochladen, alles Fragezeichen. Was zum... Wir haben es drauf, wir kommen einfach in einer Galaxie. Wir sehen Tiere, die es gar nicht gibt. Es steht ja sogar dran, Alter, ältlich, Typ Primus, Verhalten sanft. Nahrung Mordidwurzeln und produziert Unholdroggen. Nochmal scannen geht nicht. Kann das scannen, aber das ist ja kein Tier. Und das Spiel meint, man sieht hier Kugeln, die sich bewegen, aber die existieren nicht. Wir können es nicht. Wir haben jetzt nicht alle entdeckt, weil es keine gibt. Das ist jetzt aber interessant. Aber wie dem auch sei, ich wollte euch die Metallfinger mal zeigen. Ich glaube, die hatten wir in dem Let's Play uns noch nie angesehen. Beziehungsweise wir haben noch nie einen gefunden. Die sind ein bisschen wie. Es gibt ja die Schimmelbälle. Die geben unkontrollierten Schimmel. Dann gibt es diese kleinen schwarzen Podeste mit den roten Quadraten, die Navigationsdaten enthalten können und sowas. Und die hier geben sehr viel von einem nicht nur Metall, sondern auch, also die können von jedem Stoff was haben. Und sehr viel. Der hier hat zum Beispiel Gold. Der auch. Der hat Uran. Der hat Gold. Und die sind verbunden. Und die können wir ganz normal abbauen. Das dauert ein bisschen länger als normal. Aber dafür geben die sehr viel Material. 400 Uran. Gucken. 172 Gold. Kommt man dann viel schneller zusammen, wenn man sich wie bei einer Schimmelfarm den Ort hier markiert. Gut, hier standen jetzt nur 4. Gibt auch Orte mit 7 oder 8 Stück. Wenn man sich das markiert, dann kann man die immer wieder einsammeln. Ist viel lukrativer als im All auf die Asteroiden und Meteoriten zu schießen. Bin ich? Hier war eben vor uns ein Portal. Genauso wie auf dem Planeten in Eisentamm, der genauso aussah und der Tiere hatte. Also es müsste in der Aufnahme drin sein, dass hier eben da hinten ein Portal stand. Und jetzt ist es weg.
Da ist es wieder. Wir haben es alle gesehen. Gibt es dann hier Deko, wenn es hier schon keine Tiere gibt? Weil die existieren ja nicht. Also ein Goldfinger hatten wir. Aber echt, auf dem gibt, obwohl es ein Anomalieplanet ist, keine Deko. Vielleicht finden wir jetzt an dem Portal mehr raus. Es ist ja möglich, das sind ja so Kabelwesen, die Pflanzen oder so. Wer weiß, was hier ja gelebt hat. Wir wissen ja noch nicht, wofür die sind. Der hier hat eine andere Farbe. Oh ne, warte mal, der da leuchtet auch. Also die leuchten blau und die weiß. Nutzbare Realitätsstörung. Ach was, dann ist das die Deko und die wird nicht angezeigt. Boah. Wir haben die Deko gefunden. Also gibt es doch welche auf dem... Gibt's hier schon wieder mehrere Portale? Oder bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Also hier gibt es doch Deko. Das ist ja cool. Nur sie wird auf dem Scanner nicht angezeigt. Also wir müssen Ausschau halten nach blauen Lichtern. Die andere haben weiße Lichter. Ja, das erkennt man auch so gut. Also jetzt dürfen wir hier nach Kugeln gucken, die leuchten. Aber auf jeden Fall gibt's... Also die Tiere leuchten auch, auch wenn das Tier da einen Zitteranfall hat. Aber das Tier existiert ja nicht, also können wir ihm auch nicht helfen. Da ist auch ein Portal und da. Also stehen immer zwei auf so einem Planeten. Dann sind entweder die hier gelebt haben, auf den Planeten in Eisenstamm gereist und konnten immer zwischen den Planeten hin und her reisen. Ist noch so ein Deko-Ding. Also das mit dem Rätsel jetzt hier finde ich zum Beispiel richtig cool. Weil wir haben funktionierende Portale gefunden. Immer zwei auf exakt denselben Planeten. Aber man kann die nicht aktivieren, gar nichts. Dann stellen wir hier auch ein Speichersignal hin. Aber es sieht ja zum Beispiel zum, also so aus. War das jetzt? Wie die Stargates, die wir finden können. Der Platz ist auch einigermaßen eben. Aber es gibt hier auch keine Schaltein... Oh doch, warte mal. Anomalie, Bezeichnung Ocorsa, Grenzüberschreitung. Das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Iteration Nummer. Ein Terminal blinkt auf und erwartet eine Eingabe. Szenario Unterprogramm Wächter. Wurde entsendet, um in Lebensform einzugreifen im Krieg. Löschung aus Geschichte, Weiterführung. Von Schöpferprotokollen. Dann kam dadurch doch die Wächter, wie ich als erstes gedacht habe. Wächter beseitigen Spezies. 148 kehren nicht zurück. Diagnose Fehler, Fehler, Datenverlust, Fehler. Analyse zeigt weiterhin Abweichungen vom ursprünglichen Programm und kann so leicht Konfliktszenarios modellieren. Redundantes Verhalten, Datenverluststörung, potenzieller Kontrollverlust, Selbsterfahrung. Ist jetzt die Frage, bringt das was dann? Also sagen die alle dasselbe? Oder aber muss man einfach alle finden? So wie mit den Glyphen, da muss man 16 finden. Und da das Spiel ja nur auf der Zahl 16 basiert,
Also wir haben einen angequatscht. Das ist die Frage, wo war das andere? Da unten. Wenn wir hier oben uns ein Basis kommt, das Ding voll im Weg. So. Dann stellen wir uns hier zwischen im Basiscomputer, falls die doch noch relevant werden. Oder vielleicht sind die sogar schon super relevant und ich habe es noch nicht herausgefunden. Das ist ja auch möglich. Es scheinen ja immer zwei zu sein, wenn man einen Planeten findet, auf dem die intakt sind. Und bis jetzt haben wir ja auch nur auf so einem Planeten intakte gefunden. Also man muss, sollte man mal nach so einem Planeten Ausschau halten, nach exakt so welchen. Und dann findet man in der Regel ja immer zwei. Sehr gut, wenn wir uns die markieren. Dann sollten wir in Eisentam auch einen Basiscomputer hinstellen. Da haben wir ja nur einen. Was haben wir denn eingestellt? Ein Speichersignal haben wir da ja nur hingestellt. Dann sollten wir jetzt wohl über nachdenken, da auch unbedingt, also da ist es, eins hinzustellen. Ein Basiscomputer und eine kleine Basis. Falls sie wirklich relevant werden. Dann stellen wir uns jetzt hier erstmal ein paar Würfel hin. Beidseitig mit Glas, damit wir auch wirklich beide Richtungen sehen. Entweder brauchen wir beide von diesem Planeten oder wir brauchen sogar zwei Planeten mit zwei Portalen. Oder vielleicht so brauchen wir sogar 16 Portale. Also 16 Planeten mit 16 Portalen. Das wäre also. Warte, vielleicht brauchen wir ja dann Planeten mit jeweils zwei wären ja dann 16. Vielleicht reicht das ja. Machen wir vielleicht hier so. So. Jetzt kriegen wir da ja schon wieder keine vernünftige Treppe rein. Können das. Ja, die. Warte mal, das ist Stein. Holz, passt hier Holz hin. Irgendwie schon. Brauchen, glaube ich, erst eine Tür. Tür. Bodenplatte. Ah, jetzt geht das. So, jetzt können wir nämlich eine. So. Einfach eine Treppe. Wo ist denn das da? Müssen wir unbedingt im Blick behalten. Da ist das andere. Und hier zweite Etage drauf. Hinten. Normale Wände.
Einfach mal hier. Da ist keine Treppe, da auch nicht. Jetzt geht es mit dieser blöden Tür wieder los. Was ist das hier eigentlich? Was ist es hin? Ja. Sieht auch ganz anders aus. Okay, so. Was denn davon ist jetzt? Also hier ist nur eine Tür mit oben. Ah, hier ist auch eine Tür. Ah, okay. So, jetzt nehmen wir den Basiscomputer. Mit C können wir ihn aufnehmen. Wo ist denn jetzt die Treppe? Logischerweise auf der anderen Seite. So. Wieder richtig rum. Ja, halbwegs. Dann schreiben wir da jetzt mal hinter. Also das ist die Namen der Kolonie können wir ja ruhig beibehalten. Das sind ja wieder diese Tore. So, wieso ist denn jetzt hier der Strom aus? Ja, ruhig mal anmachen. So. Also wir sehen das Tor und das da. Gut. Dann kommt hier ein Teleporter rein. Dann können wir hier auch immer hinreisen. Aber den können wir ja mal ruhig im Dunkel halten. So. Tür könnten wir ja zumachen, brauchen wir aber. Ja, das muss aber auch nicht sein. Genau, aufbleiben. Hier fehlt Wand. Ah, jetzt funktioniert das schon wieder nicht hier, oder? Ah, okay. Da drüben haben wir. So. Also hier hätten wir jetzt einen direkten Zugang noch. Weil hier sind wir ja drinne. Wenn wir hier eine Wand hinsetzen. Aber hauptsächlich gibt es auch Tiere, die gar nicht existieren. Ich sehe überhaupt nichts. So. Hier können wir keins. Dann hängt das mitten in der Luft. Also mitten im Raum. Ah, cool, so geht. Wie weit geht denn? 3. 3 geht. So. Müssen wir hier nur ein Dach drüber zaubern. Ohne Dach wäre schlecht. Wie funktioniert das hier eigentlich? Denn das aussehen? Müsste man doch irgendwie was Grades? Der Giebel ist doch falsch.
Jetzt geht das ja wieder los, ja. Aha, man kann dann scheinbar so eine anbringen. Also falls er möchte. Aber das will er ja scheinbar schon wieder nicht. Also hier geht und hier nicht, oder wie? Warum geht denn hier nicht? Geht nur jeder zweite, oder? Jetzt geht nur jeder zweite. Warum das denn? Ey, das wäre doch jetzt. Das ist doch seltsam. Kann das aber nicht richtig sein. Nein, wo habe ich die hingesetzt? So. So geht das. So, jetzt müssen wir aber so ein. Ist das die richtige Schräge hier? Aber mehr oder weniger, ne? Auf der anderen Seite auch. Haben wir mal ein anderes Dach gebaut, ist auch cool. So, und jetzt hier vorne. Einfach so eins, oder? So eins. Nee, so eins. So vielleicht? Wenn dann mit der Schrägen, ne? Ne, wir nehmen mal lieber das hier, das verwirrt eigentlich so dolle. So. Weil sie werden ja sogar angezeigt mit so einem Signal. Dann werden wir jetzt nochmal speichern. Ach, wir haben gar keinen Speicherpunkt hingestellt. Stellen wir noch einen Speicherpunkt hin. Dann machen wir die Aufgabe. Deswegen wir ja eigentlich hier sind. Also, da müssen wir hin. Wir quatschen jetzt aber das da noch an. Und zwar aus dem einfachen Grund, der exakt dasselbe sagt. Aber hier ist auch ein Speichersignal, also ein Speicherpunkt. Doch anquatschen. Daten auch beschädigt, okay. Vielleicht, wenn man lang genug sucht. Multi-Sinarchie entfernt. Rechter verteilt, unbegrenzt, Sicherheitsprotokoll deaktiviert. Ah, der sagt was anderes. Gelöschte Universen wiesen hohe Ähnlichkeitsgrad mit der Heimat von auf. Erhöhte Abweichung von erwarteten Verhaltensparametern. Okay. Also die sagen zumindest schon mal was anderes. Nicht alle dasselbe. Dann müssen wir die anderen auf Eisentamm wohl doch mal. Warte, oder muss man diese 16 Planeten in 16 verschiedenen Galaxien vielleicht sogar finden. Also so eine richtig schwierige Aufgabe. Das wäre jetzt aber voll cool. Hier ist noch so ein Dekoartikel, der nicht auf dem Radar angezeigt wird. Ah, hier, der wird angezeigt, oder was? Wenn ich einen halben Meter davor stehe.
Werden wir jetzt die Mission machen? Ups. Und in der nächsten Folge werden wir die alle abgeben. Also wenn ihr eine Idee habt, oder vielleicht liege ich auch mit meiner Vermutung voll falsch, was diese Rohre angeht. Also wenn ihr das wisst, also könnt ihr mir gerne schreiben. Wäre cool zu erfahren, was die eigentlich sind, wenn man das schon weiß. Weil es scheint ja auch irgendwie was mit den Wächtern zu tun zu haben. Ah, jetzt kommen hier wieder diese nicht existenten Tiere, die uns beobachten. Da hinten sind sie. Sie existieren überhaupt nicht. Ich sehe tote Tiere. Da fällt mir ein, hier liegen auch die Eier rum. Oh. Aber die interessieren uns jetzt ja gerade nicht. Ein Wort gelernt. Echt, ich hänge an der Laterne fest. So. Archiv zugreifen. Ja, das sieht ja aus wie eine Fehlermeldung, du. Wusste ja nicht, was er ihm angetan hatte. War er wütend, verärgert, allein, verängstigt? Konnte ein Wächter solche Dinge überhaupt fühlen? Er schwebte vor mir und sein Licht spiegelte sich in tausenden Kristallsplittern wieder. Und als ich weiterzog, blieb er an meiner Seite. In dieser Nacht träumte ich vom Warpkäfig. Aber in seinem Inneren gab es keinen Schmerz mehr. Die Drohne sah mich an und ich wusste, dass mir vergeben worden war. Ich hatte sie repariert. Ich hatte meine Schuld verbüßt. Ich nenne sie Laylabs. Physischen Speicher durchsuchen. Ich durchsuche den physischen Speicher, der mit dem Terminal verbunden ist. Wer auch immer diese Nachricht aufgezeichnet hat, hat auch eine Technologie hinterlassen. Impulswerfer. Archiv dauert jetzt auch 6 Stunden. Und hier dauern die Pflanzen, die wir ja anbauen sollten. Und waren wir bei dem da auch? Bei unbekannter Sektor. Nee, waren wir nicht. Okay. Gut, also wir haben wieder Theorien über die Portale aufgestellt. Haben hier Tiere, die überhaupt nicht existieren und eventuell krank sind. Die zittern alle so rum. Und haben vorsichtshalber eine Basis hier hingestellt. Aufgrund der Portale hier. Also man könnte... Wächter würden da auf jeden Fall durchpassen, ne? Oh Gott, und wir mit unserem Schiff nicht. Das war aber knapp. Haben ein paar Terminal-Missionen wieder gemacht. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge die alle abgeben. Gucken, ob wir diesen Bauplan, der jetzt 6 Stunden braucht, war dann hinterher auch Bauplan bekommen oder ob der Impulswerfer das der Bauplan war. Oh, hier schon wieder, ey. Was ist denn in diesem System heute los? Das Spiel überquatscht mich keiner an und jetzt sowas. Also die Blumen lieber mitnehmen. Werden wir die Mission weitermachen, gucken, was wir noch zu erledigen haben. Oh Gott, daneben geflogen. Dann, wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren oder liken. Oder auch beides. Und wie gesagt, wenn einer weiß, was es mit diesen anderen Toren da auf sich hat, kann er das gerne ja mal schreiben. Oder falls ihr andere Theorien dazu habt, würde mich sehr interessieren, was ihr zu den Dingern denkt. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dann.